So, mal sehen, was uns hier jetzt in diesen lauschigen Ruinen erwartet. Ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach schon zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Das macht es aber für mich natürlich auch spannender. Okay, Fallen erwarten uns hier offenbar. Oh, okay. Und Skelette. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt mal alle und wir laufen mal ein Stück zurück, damit wir nicht in die... Ja, ist ja gut. Okay, und der Käfer läuft natürlich. Diese widernatürlichen am Leben erhaltenen Leiber. Was hat nach all der Zeit noch Macht über... Au. Okay. Ja, lauft mal bitte hierher. Ich will nicht... Aber ich glaube, die Falle hat jetzt eh schon der... Dings da ausgelöst, so. Oh nein, Fyris hat schon eine Wunde. Das ist schlecht. Kann die sich während des Kampfes heulen? Ich weiß es nicht. Sie versucht es auf jeden Fall. Hallo? Kannst du mal was machen, bitte? Das hat nicht geklappt. Okay, dann lassen wir das mal. Weiche! Vielleicht kriegen wir das ja trotzdem irgendwie hin. Ich widme mich jetzt erstmal dem... Ach, ich bin ja schon da. Okay, ich widme mich jetzt erstmal diesem blöden Skelett mal hier. Los, nimm dies! 9, naja, okay, das war jetzt nicht so glorreich. Aber jetzt machen wir fertig. Jawohl! Na toll, ausgebleichte Knochen. Ist ja kein nicht gerade glorreich hier. Geben wir uns so viel Mühe und kriegen dafür nur ausgebleichte Knochen. Okay, ich gebe zu, es ist irgendwie realistisch, dass man von dem Skelett nicht großartig viele Sachen aus ihren Taschen rausklauben kann. Aber hier zum Beispiel der Stab, das wäre doch mal was gewesen. Ein besserer Zauberstab oder sowas. Aber nein, wir kriegen nur verstaubte Knochen. Ausgebleichte Knochen, meine ich natürlich. Oh, streng dich halt mal mehr an. Da sollte man meinen, dass sie sich mehr anstrengt, wenn es um sich selbst geht. Wahrscheinlich liegt es jetzt daran, dass ihre eigenen Werte geschwächt sind und dann die sie halt braucht zum Heilen. Ach, na endlich. So, armer Trutzen kann man eigentlich immer. Armer Trutzen! Hilfreiche Tatze! Das spart dann auch ein bisschen, dann ist schon die Astralenergie wieder ein bisschen regeneriert. Ja, ihr merkt schon, ich werde schon wieder panisch jetzt. Ich erfünfe schon wieder die ganze Zeit. Naja, ich wollte sagen, wenn man das schon immer jetzt im Voraus schön brav macht, dann hat man natürlich den Vorteil, dass die Astralenergie schon wieder halbwegs regeneriert ist, denn die regeneriert sich ja im Kampf wesentlich langsamer, als wenn man nicht kämpft. Okay. Ich hoffe, dass Kuano, im Moment, ich guck mal noch schnell, der soll natürlich, da müssen wir mal die Sinnesschärfe ein bisschen erhöhen, der soll ja uns rechtzeitig warnen, wenn da eine Falle kommt. Fallen entschärfen. Okay. Ja, ich skill auf Taschendiebstahl, auch wenn bisher sich noch nicht so viele Möglichkeiten geboten haben, das zu nutzen. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Gut. Falschen ist auf jeden Fall auch noch nützlich. Das mache ich jetzt auch mal. So. So, so. Weiter geht's. Okay, das sind schon wieder welche. Okay, sie kommen wohl hier raus, denke ich mal. Oder auch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall schon irgendeinen versteckten Raum oder sowas gefunden. Und sie haben uns entdeckt. Oha. Jetzt hätten wir uns so schön anschleichen können und dann da in dem Durchgang Fallen legen können. Ach, sowas Ärgerliches aber auch. So, lassen wir die erstmal alle herkommen. Ich bräuchte irgendwie so einen Flächenzauber, wo man jetzt so voll schön, bam, dass alle halt Schaden kriegen. Aber vielleicht kriegen wir sowas ja noch. Ich weiß es nicht. So. Komm schon! Was?
so. Okay, mal gucken, wie wir uns jetzt so schlagen. Das sind jetzt schon wieder... Das sind jetzt einige mehr als vorher. Und die sind, wie gesagt, nicht schwach. Also die... Ja, sind schon annehmbare Gegner. Wie man sieht. Arno mal wieder. Ja. Bei Angriff schwach! Ai. War ihr! Ja, Kurano steckt wieder ein ohne Ende. Was? Wie soll ich mal heilen? Ich meine, wenn er 5 Runden hat, ist eh vorbei. Dann war's das. Oh, und ich bin auch verwundet. Okay, und Kurano hat schon 3 Wunden. Oh, scheiße, der stirbt uns weg. Auf jeden Fall stirbt er uns weg. Ich meine, ich kann jetzt noch versuchen, den mal hier in defensiven Kampfstil zu nehmen. Vielleicht pariert er dann besser. Oh, 20 war das bei mir gerade. Und Kurano hat 4 Wunden. Alter. Ja, also ich kann nur sagen, wenn ich jetzt sterbe mit meinen Leuten und ich das nochmal machen muss, dann lege ich da eine Falle rein, ganz klar. Weil, das war jetzt schon ein bisschen ungeschickt, wie ich da einfach reingelatscht bin. Ach, halt, vorher muss ich noch einen Einwärtssack nehmen. Und dann hier. Ja? Tu doch was! Irgendwas? Oh. Die braucht irgendwann noch irgendeinen Kampfzauber, den sie lernen kann. Oh. Kurano ist gleich weg. Wenn die noch einmal auf ihn draufhaut. Na? Angriff! Noch lebt Kurano, aber auch nicht mehr lang wahrscheinlich. Es lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr, jetzt noch Heiltränke auf den zu verwenden. Komm, jetzt geht mal bitte alle auf die. Ach. Ach, Scheiße. Nee, die greift ihn an. Och, nö. Da habe ich mich gerade gefreut, dass es so gut läuft. Und dann. Die mit ihrem scheiß Speer, Mann. Hm. Im Vorkampf braucht keine Teilung. Brauchen wir noch. Oh, 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 oh. Scheiße. Jetzt, wenn ich sterbe, dann ist es echt vorbei, weil. Oh, Gott sei Dank. So. Los, heil dich! Und du auch. Oh Gott. Das läuft echt nicht gut, muss ich sagen. Der Kampf hat schon in sich. Also ich glaube, es wird nichts. Wir sterben. Ziemlich sicher, dass wir sterben. Kannst du dich vielleicht selbst heilen? Wenn du nicht vorher stirbst. Ei? Okay, und ich bin auch tot. Nee, nee. Nee, das wird nichts. Das tue ich mir jetzt auch nicht an, noch bis zum Ende zu warten. Das tue ich euch jetzt nicht noch an. Ich lade jetzt den neuen Spielstand.